Alright guys, wir sind wieder back zu den größten Hype-Charaktern der Geschichte von Black Clover Mobile. Und zwar Veto, Despair und Guldurem. Das wird ein geisteskranker Banner, oder die werden wahrscheinlich einen separaten Banner sein. Wird auf jeden Fall lustig. Wir schauen uns die heute an, was sie so drauf haben. Ich denke, die sind ein easy Skip, da sie in den normalen Banner auch kommen. Und die kommen in 3 Tage raus, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die kleine Charakter mal an. Ich sage mal, Veto, ich frage mich, warum die seine Charakter so schlecht machen. Also er ist eigentlich so ein cooler Charakter. Er könnte vielleicht ein richtig starker Tank sein. Aber ja, mal schauen, was sie mit dem Bro hier machen. Attacks after granting up to 40% increased damage dealt as a buff in proportion of lost HP. Also er bekommt das nur, wenn er HP verliert. Attacks after granting up to 40% increased damage as a buff in proportion of lost. Also das heißt, wenn er 40% Damage, wenn er 40% HP verloren hat, kann er 40% buffen. Wenn er nur 1% verloren hat, kann er nur 1% buffen. Ist das so gemeint? Joa, 40% Damage dealt ist auch nicht so viel. ja, I don't know. Single Target auch. Ja, funny irgendwie. Oh, heals injuries with incredible regenerative power. Grants a body enhancement buff to self for 2 turns. Oh, nee. Das ist kein Angriff. Body enhancement, 100% defense and 40% End? What? Habe ich noch nie gehört. End? Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was End ist, aber ich habe es noch nie gehört. End? Okay. 100% Defense für 2 Turns. Nur für sich selber, ne? Nur kurz so gesagt, nur für sich selber. Grants 50% of max HP as HP Recovery. Wow. Boah. Gott, das ist ass. Emits. Oh, warte, wir haben hier noch. Mit der Karte. Auch Fortify. Natürlich bekommt er Fortify. Und dann nur Level 2. Okay. Schlecht. Machen wir weiter. Emits an overwhelming amount of mana dealing damage to all enemies. 40% chance to inflict enhancement taunt to an enemy for 2 turns. Enhancement taunt attacks the target who casts taunt and causes him to restore 10% of max HP. Ah, ja. AoE-Attacke. 50% Chance ist Enhanced Taunt. Also, attacks a target who cast Taunt. Also, wenn der Gegner Taunt macht, oder wenn er halt diesen, das ist irgendwie komisch geworden, attacks a target who cast Taunt and causes him to restore 10% of max HP. Also, er regeneriert 10% of max HP, wenn er tauntet. Ich weiß, entweder ob das der Gegner tauntet oder er, ist eigentlich egal. 10% HP ist gar nichts. ist scheißegal, wer das macht, aber 40% und dann nur 10%, also Bro. Oh, das sieht auch nach einer crazy Combination Attack aus. Inflicts a Magic Attack Reduction Level 5 Debuff to an enemy for 1 turn. Puh, wow. Ella plus 2 upon taking damage grants 2% damage reduction tank for each active debuff present. Was? Okay. Upon taking damage 2%. Also für jeden Debuff, den er hat, bekommt er 7% damage reduction. Also halt, I don't know. Das reicht halt einfach nicht, ne? Der wird halt komplett demolished, der Typ. When HP falls below 30% for the first time in the battle grants. Oh, Immortality, klar. Die können immer Immortality reinklatschen als LR Passive. Das machen die schon oft. Cool, ja. Ist cool, dass er Immortality hat. Aber Der ist es irgendwie nicht. Wow, ist der schlecht. Holy moly. Dass ich so was Schlechtes lese. Oh, shit. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich kann euch selber eine Meinung bilden, aber ich glaube, der Typ ist komplett ass. Also wirklich insane ass.
ich kann ihn um kein Szenario, also der macht nichts Besonderes. Er macht einfach nur so ganz okay Sachen. Increased Damage, HP Recovery für extrem wenig. Dann hat er hier nochmal HP Recovery, wenn er irgendwie taunted oder so. 10% Max HP. Und das ist gar nichts. Das ist so schlecht. Holy shit. Ja. Uff, ja gut, machen wir weiter. Der ist es, der sieht jetzt nicht so gut aus. Guldure. Oder Guildre oder so. Mal schauen, was er so am Start hat. Grants an increased defense level 1 buff to the ally with the lowest HP for 2 turns. Defense level 1 ist das schlechteste. Obviously ist er level 1. Increased defense by 105%. Ja. I mean, für seinen ersten Angriff ist das okay. Ja. Der mit den lowesten HP. Besser wäre der mit dem heißen Defense oder also höchsten Defense. Dann könnte man ihn mit Black Aster paaren. Aber naja. Invisible Great Mage. Dann bekommt er Grants a designed ally and sell 50% of max HP as a barrier for 2 turns. Wow. Grants a designed ally protection for 1 turn. Also ist wahrscheinlich den man auswählt. Wow, das ist nicht mal AOE. Okay. Machen wir, also zerstören wir mal die zweite Attacke. Also, Designed Ally and Self ist schon mal schlecht, dass er nur sich selber und einen anderen Ally nur macht und nicht die ganze, also alle Allies. Das ist schon mal bad. Dann 15% auf Max HP ist schon mal extrem schlecht. Das ist das gleiche ungefähr, glaube ich, wie der zweite Skill von Kahono. Und Kahonos Skill ist schon besser. I don't know. I don't know. Und Kahonos war schon nicht gut. Also Kahonos zweite Skill habe ich, glaube ich, letztes Mal gesagt. Und das ist schlechter. Okay. Grants all allies a fortified level 3 buff for 2 turns. Das ist schon mal strong. Ich glaube Level 3 ist das stärkste. Fortify. Also Fortify ist Damage Reduction. Grants invulnerability to the ally with the lowest HP for 3 turns. Invulnerability take no damage. Oh! Wow! Der bekommt kein Damage für 3 Turns. Das ist crazy, actually. Wow, die Ultimate hat mich überrascht. Schade, dass die zwei Attacken hier extrem. Also, ja, erster Skill ist ganz okay. Dann, das ist nicht gut. Schade. Aber wow, die Ultimate ist gar nicht mal so bad. Für 3 Turns. Hatten wir mal etwas, was 3 Turns war? Ich glaube nicht. Ich habe auch noch nie 3 Turns gesehen. 3 Turns und dann noch Invulnerability. Von dem, der am lowesten HP hat, leider nur der am lowesten HP hat und nicht den man auswählt. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Wow, aber das ist ein. Wow, das ist not bad. Invulnerability hört sich für mich an wie. Ja. Wie nennen wir es doch mal? Wie Dingens. Immortality. Ja. Ist cool. Also die Ultimate ist gut. 80% Chance to inflict, also das Combined Attack, 80% Chance to inflict Buff Preventation, was on a designed enemy for 2 turns, Buff Preventation can't obtain any buffs. Oh. Warum eine Chance? Oh, das ist nicht mal so ein guter Debuff, also das ist schon ganz okay, aber 80%, Bro. Man, vielleicht für Bosse ist das ganz gut, die sich selber buffen, aber sonst. Ja, könnt ihr euch selber denken. LA plus 2, also 2 Dupes, 10% Damage Reduction, when HP is at 100%, okay. Okay, 20%, wenn er Max, also wenn er nicht ein Damage bekommt, dann bekommt er 10 und 20%. Okay, sagen wir mal, die plus 2, 10% Damage Reduction ist nicht viel. Und wenn du, egal von was getroffen wirst, das ist 100% steht hier. Wenn du egal von irgendwas getroffen wirst und du wirst unter 100% ankommen, unter 100% ist, dann hast du keinen Damage Reduction mehr und diese Passive ist hinfällig. Ja.
Unique Passive, Max HP Increase by 10%. Wow. Ja, dieser Charakter ist es irgendwie nicht, ne? Also, diese beiden Charakter sind es irgendwie nicht. Ich kann verstehen, warum die Charakter, warum ich da nur Schlechtes gehört habe. Die tun mir es jetzt nicht an. Ich glaube, das Beste, was ich gelesen habe, ist actually die Ultimate. Invulnerability für 3 Runden ist actually strong. Fortify Level 3 ist auch strong. All Allies ist das Fortify Level 3. Das hat zum Beispiel, glaube ich, William mit der Ultimate. Ich glaube, der hat auch Fortify Level 3. Ja, also. Ja, die Passive feiere ich nicht. Die Unique Passive ist okay, I guess. Die zweite Skill ist nicht gut. Das ist ganz okay. Ja, Skip. Big Skip. Die beiden Charakter sind nicht gut. Ich weiß nicht mehr, es lohnt sich, glaube ich, nicht mal, die zu bilden. Also, auch wenn ihr die bekommt, also. Ihr müsst euch vielleicht überlegen, ob es sich lohnt, die zu bilden. Ich denke, es lohnt sich nicht mal, die Materialien zu investieren. Ja, I don't know. Was haltet ihr von den Charakteren? Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, Hard Skip und tschüss.